Leute, wenn ihr davon mehr sehen wollt, von diesem Spiel, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und für alle, die natürlich sich jetzt fragen, was kostet dieses Spiel und gibt es das auf PlayStation? Ich habe keine Ahnung, ob es das auf PlayStation gibt. Müsst ihr mal gucken. Allerdings ist dieses Spiel free to play. Ja, genau, es kostet nichts. Bist so Gockel, ey. Laut Deandes Informationen befindet sich ein angreifbares Terminal in Ihrer Nähe. Bringen Sie mich dorthin und ich kann die Tür eintreten. Bildlich gesprochen. Schließlich habe ich keine Beine, weil ich ein Magnus bin. Also los jetzt. Ein was? Ein Magnus? Dann skill ich jetzt erstmal. Hey Leute, wir spielen heute mal eine Runde Battleborn zusammen. Ich habe Battleborn bestimmt mittlerweile seit guten 2 Jahren nicht mehr gespielt. Es ist, ja, aber wie soll man es beschreiben? Wie soll ich das Spiel beschreiben? Es ist der bessere Teil von Overwatch. Battleborn kam kurz vor Overwatch raus, ist eigentlich eine komplette Kopie von Overwatch, außer dass wir im Battleborn noch einen PvE-Mode haben. Das heißt, wenn wir keinen Bock mehr auf diesen ganzen PvP-Scheiß haben und irgendwie uns sagt, oh, es hängt mir eigentlich raus und ich möchte mal ein bisschen was anderes machen, können wir hier PvE spielen. Was natürlich extrem nice ist und das werde ich jetzt machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja, Schadensbonus bei Schilden ist natürlich nice. Allerdings brauche ich eigentlich den Rückzug. Der ist natürlich um einiges cooler. Und den werde ich auch nehmen. Das heißt, wenn ich hochspringe, ja, werdet ihr auf jeden Fall gleich alles sehen. Wenn ich hochspringe, dann fliege ich. Könnte ich ja mal machen. Und dann fliege ich halt dahin, wo ich hingucke, also rückwärts technisch. Oh Gott, die Mission wird richtig schwer. Die wird richtig, richtig schwer. Ich glaube, da habe ich den falschen Held für genommen. Ich liebe meinen Job. Da kommt nämlich auch noch dazu diese Mission. Naja, spiele ich jetzt nicht das erste Mal, das ist falsch. Ich habe sie schon ein paar Mal gespielt und jedes Mal einfach mal gefailt mit anderen Gruppen oder auch oh Mann, Nova, alleine. du wirst es erleben. Außerhalb des Schiffes ist was ganz anderes. Na, den machen wir noch mit. Beschreiben Sie das Bevor der draußen. mir von hinten irgendwie. Also da ist. Ich meine, es ist. Also, da gibt es viel. Wo soll ich denn nur anfangen? Weißt du was? Du musst es einfach mit eigenen Augen sehen, Mädchen. Ich bin ja so aufgeregt. Ich auch. Bitte töten Sie diese Kerle, damit Sie mich in das Terminal laden können. Jetzt. Tun Sie es jetzt. Genau jetzt. Warum läuft das noch nicht? Tun Sie es. Ich bin auch so aufgeregt. Was passiert hier? Mal einsammeln. Kann ich vielleicht gleich mal meinen Handschuh aufwerten? Sollte ich vielleicht mal machen. Oder mal ein Upgrade schaffen oder mal ein Level kriegen. Das wäre mal auch eine Idee. Einfach mal ein Level kriegen. Mal nicht die ganze Zeit hier auf die Fresse kriegen, sondern ein Level kriegen. Mal treffen vor allen Dingen. Blöden Kopf da. Geht doch so. Schnell mal eben leveln. Ja, das ist beides eigentlich. Ich nehme das verlangsamen diesmal. Es ist nämlich beides eigentlich relativ egal, was man da am Anfang nimmt. Weil der eigentliche Special bei dem Helden kommt erst noch. Der Weg nach vorn ist zu, aber da ist ein naja, Kontrollterminal in der Special. Nähe, das ein paar Türen für euch öffnet. Findet es. Special kann man es auch nicht wirklich nennen. So, jetzt wollen wir erstmal hier, was nehme ich? Angriffstempo oder ich nehme als erstes Schaden. Ganz eindeutig, mein Angriffstempo passt auf jeden Fall. So, die ganzen Sachen hier alle aufmachen, alle aufschießen. Vielleicht sind da irgendwelche Speedbuffs drin, Credits etc. und so weiter. Die brauche ich natürlich, die ganzen Credits vor allen Dingen zum Kaufen der ganzen neuen Helden. Und muss ich das. Ach ne, muss ich so machen. Ja, man schießt natürlich immer drauf, ist klar. Nova, Generell immer auf bist du alles bereit? draufschießen. Ich bin so bereit. Upload wird eingeleitet. So. Verdammt, da kommen Feinde. Verteidigt das Terminal. Verlieren wir die Verbindung, verlieren wir Alles Nova. klar. Das heißt, wenn ich die da runter schubse, gibt es mit Matsche Matsche. Wo kommen die denn? Ach, da hinten.
Ziel sucht, Chips oder so. Ja, verdammt. Nein, 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 ich hab meinen... Ich glaube, ich habe gerade Loot runtergekickt. Egal. Passiert. Passiert, oh Mann, ey. Treffen wieder mal gar nichts heute. Lädt einfach nicht nach, das ist mein Problem. Ich brauche unbedingt ein Level, damit ich eine Attacke machen kann. Jedes Mal, wenn ich auf Q drücke, so gesehen, lädt er halt automatisch meine Waffe nach. So. Schnell nochmal ein, zwei Sachen töten. Natürlich, wenn ich jetzt auf meinen Skillen drücke, dann läuft alles langsamer, aber ich will sich schnell nochmal eben einmal die ein, zwei Mobs töten. Das sieht leicht aus bei mir, was? So, und jetzt schnell reingucken. Ach ja, nee, jetzt kommt erst das Raketentempo. Das kommt erst im nächsten. Das ist ja das Nervtöten. Da brauche ich ja noch ein Level. Wo ist er? Da hinten ist er. Da drin ist er. Ja, komm raus da. Freak. Geschafft, aber da kommen mehr Jeneriten zu euch. Verteidigt das Terminal. Ja, er ist ja auch so fies und steht da hinten hinter seiner fetten Scheibe. Wo kommen die denn? Okay. Immer noch auf der gleichen Seite. Was ist das? Lieber, du bist Ziel markiert und schnell noch dich drücken und dich auch noch töten, noch einer und dich auch noch töten, schnell nachladen. So, jetzt muss ich mal ganz schnell nachladen. Ja, ich kann ja immer noch nicht nachladen damit. Wenn du diese Rakete schluckst, lasse ich dich ganz bestimmt in Frieden. Boah, sind das viele. Naja, so viele sind es auch noch nicht, aber sie nerven halt relativ meinen Kern da. Ich weiß nicht mal, wie lange ich noch. Au, au, verdammter Mist. Au. Genau, wie lange au. Ich hier noch halten muss. Au, ja, au. Was au? Komm mir nicht mit au. Au ist immer so eine Au-Sache. So, jetzt erstmal ganz schnell. Das muss ich jetzt ganz schnell machen. Da, das da. Adlerauge direkt nachladen, so angenehm. Angenehm. Von wegen Flügellarm. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ich sehe euch noch nicht ganz. Da seid ihr. Ach, von da kommt ihr. Jetzt sehe ich's. Sehe ich sogar das Portal. Gott, bin ich blöd. Ja, oh Gott, okay. Da hinten bestimmt auch noch eins. Oh, nervtötender Typ, ey. Komm her hier. Das sieht leicht aus bei mir, was? Gott, ey, ich hab der Kern. Okay, gut, jetzt sehe ich das, wie viele ich noch töten muss. Es sind noch einige Mobs, die ich töten muss. Nervige ist, ich muss mich wirklich ranhalten, weil es sind ja schon fast, der Chor ist ja schon fast bis zur Hälfte platt. Ja, mal wieder. Wir haben gleich richtig engen Kontakt. Zerstörte Minenwerfer. Minen sind gesundheitsschädlich, sagt man. Sagt man. Können auch einfach den Typen töten, oder nicht? Oh mein Gott. Mein Leben, mein Leben, mein Leben, mein Leben.
Jetzt drauf gehen wir ganz schlecht. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da oben ist er. Nein. Ich empfehle ihn auszuschalten, bevor er den Raum mit tödlichen Minen füllt. Hurra, bin ich hilfreich. Okay. Wir haben es geschafft. Auf jeden Fall habe ich das Stück schon mal geschafft, anscheinend. Noch ein paar Mobs töten. Wo das herkommt, ist noch mehr. Vielleicht nochmal ein Level. Upload abgeschlossen. Ich habe Zugriff auf das Netzwerk der Raffinerie. Und spiele Solitär. Und ich bin gar nicht so schlecht. Spielt Solitär? Was tun Sie denn so? Nova ist bereit. Jetzt geht zum Reaktorkern und leitet die Schmelze ein. Aktiviere Fernlenkung. Okay, wir kommen da oben nicht mehr durch. Dann skill ich jetzt erstmal in Ruhe. Ja, was ist jetzt die Frage? Sprungtempo. Halt einen zweiten Sprung, also nochmal in der Luft springen oder Flugtempo. Ich glaube, ich nehme das Sprungtempo. Das ist natürlich cool. Mann, hier oben sehe ich besonders mal. Einfach nochmal gegen mit Leertaste einfach oder mit Springen einfach nochmal springen zu können. Ja gut, wenn ich jetzt schon so viel Credits habe, dann nehme ich das. Machen wir das Ganze auf. Vielleicht kriegen wir hier nochmal ein paar Kristalle, da auch nochmal irgendwas. Und weiter geht's. Achso, erstmal muss ich das Ding hier anmachen. Vorher geht gar nichts weiter. Vorher funktioniert nichts. Anmachen. Immer schön stehen bleiben. Ach, es geht hoch. Okay, gut. Ich dachte, ich muss da. Ist lange her. Es ist 2 Jahre her, bestimmt ganz locker her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und damals halt. Ich hab's. Das Spiel kam raus, dann habe ich das Spiel bestimmt über einen Monat gespielt, dann kam Overwatch raus, dann habe ich Overwatch gespielt, bin ich darüber? Das ist eigentlich jetzt die große Frage, wahrscheinlich eher nicht. Dann habe ich halt Overwatch extrem lang gespielt und naja, und dann kam Fortnite raus und dann habe ich Fortnite gespielt und habe das Spiel halt so ein bisschen wieder verdrängt und habe auch Overwatch verdrängt, aber da habe ich mir halt jetzt irgendwie vor kurzem halt gesagt, oh nee, das wollte ich gar nicht. Egal. Da habe ich mal vor kurzem gesagt, irgendwie, weil ein Freund von mir halt auch wieder mit Overwatch angefangen hatte oder Overwatch gespielt hatte, meinte, hey, hast du nicht Lust und so weiter, mache ich so, boah, weiß nicht, Overwatch, es ist immer das Gleiche. Klar, es ist zwar immer mal wieder ein anderer Held und es ist ganz lustig, der Moment, aber das Gleiche kann ich in dem Spiel auch haben, nur dass ich hier. Passwort? Moment, vielleicht. Passwort? Passwort 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt, die Typen sind gut. Wir müssen die Sperre lösen, um Zugriff auf den Genau, und das gleiche kann ich halt hier auch haben. In der Nähe ist ein Kontrollraum, da stehen die Chancen am besten. Autsch. 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 Ich liebe meinen Job. Das gleiche kann ich halt hier auch haben, also PvP-technisch, es gibt die gleichen Helden, exakt die gleichen Helden, nicht irgendwie von wegen so, ja, der ist ein bisschen anders oder sonst irgendwas. Nein, exakt die gleichen Helden. Ich meine, ich habe hier einen Sprungtypen, den kann ich skillen. Ob ich den so, ich kann ihn exakt genauso skillen wie in Overwatch, muss man immer sagen, das ist ein Raketentyp. Nur dass ich hier dann halt noch so ein richtig gedecktes fettes Moonboom habe. Gibt es das in Overwatch eigentlich auch? Ich glaube ja. Gut, machen wir mal hier weiter. Weil die Mission ist, wenn ich mich nicht irre, noch eine ganze Ecke. Also die ist nicht ohne. Fliegen ist genau mein Ding. Genau, fliegen ist genau mein Ding. Und was kommt da auf? Schnell mal reinballern in die gute Stube da. Jetzt! Die Party geht wohl los. Töte diese Monster und sichert die Steuerungskonsole. Ich hab gesagt, dass ich hier keine. Alles klar. Jetzt geht's los, ne? Schnell mal eben auf E, meine neue. Ah, oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Okay, gut, dann halt nicht. Was seid ihr denn für Clowns, ey? 5 Leben habe ich noch, alles klar. Das kann echt übel werden. Vor allem, ich glaube, da ich bis jetzt so mehr oder weniger Viertel gekommen bin. Das wird richtig lustig. Kleinen Raid hier auf Solo machen. So richtig idiotisch.
Oh Gott, es geht hier irgendwo runter. Ich muss aufpassen, dass ich nirgendwo runterspringe. Da ist die Gießerei. Das angreifbare Sicherheitsterminal ist da drin. Der Kontrollraum ist hinter diesem Tor. Such die Energiequelle und öffne die Schlösser. Oh Gott, ich bin so am. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Es war so klar. Ich kam da nicht mehr weg. Ach, verdammt. Nur noch 4 Leben. Und das ist nicht gut. Ich muss wirklich aufpassen. Das, was ich hier gerade mache, ist absolut... absolut für den Arsch. Man sollte nicht... Ich hab... Das ist auch wieder so typisch, dass ich gleich wieder... ewig nicht gespielt. Und das Erste, was man macht, ist Challenge-Mode spielen. Genau. Hier geht es abwärts, Bruder. Aktiviere Fernlenkung. Das ist doch traurig. Oh shit, oh shit. Ich muss echt aufpassen. Hier geht's irgendwo runter, genau. Hier geht's überall runter. Ich darf nicht zu hoch springen, aber ich kann ja noch mal in der Luft zurückspringen. Das darf ich nur nicht vergessen. Oh shit, ich kann nicht springen. Ich bin gerade schon gesprungen. Oh, es ist mal so mega knapp. Wer ist noch hier? Lass mich mal in Ruhe, ich will skillen. So, jetzt aber. Ja, Schaden, ja, ich nehme meine Ehe. Ich nehme auf jeden Fall meine Lenkraketen. Ich meine, die baller ich eh die ganze Zeit raus. Wie so ein Bescheuerter. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Credits habe, dann könnte ich vielleicht mal überlegen, ob ich... Da oben. Da könnte ich natürlich auch versuchen hinzuspringen. Ich meine, so umdrehen, einmal hochspringen und... Von hier oben seht ihr alle aus wie wehrlose Ameisen. Und genau, und Scheiße bauen. Oh Gott, ich will hier wieder raus. Lass mich wieder raus. Lass mich raus. Spring raus. Okay, gut. Das hat schon mal sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Trotzdem muss ich da gleich mal oben reinballern. Genau, wo ich diesen. Jetzt werden die Raketen poliert. So, dann machen wir den Kristall trotzdem so kaputt, dann komme ich halt da oben. Ich muss da oben wirklich rein jetzt. Wollte mich trollen. Da hinten kann ich hinlaufen, das ist nicht das Problem. Kann ich bei dem auch hinlaufen? Wahrscheinlich, ne? Recht so. Da so den Gang links, da dann rein, da dann rum. Ich glaube, da kann ich auch hinlaufen. Ja, dann laufen wir da halt hin. Anstatt da versuchen, irgendwie hinzuspringen. Macht's einfacher. Verreckelt alle. So, laufen wir schnell mal rüber. Ich muss eh nachladen an diesen Kristall ran. Hier sind bestimmt Fensterscheiben, ne? Ja, Gott, bin ich gegen eine Fensterscheibe gesprungen. Ich bin die ganze Zeit auch gegen eine Fensterscheibe geschossen. Und hier geht's rein. Ja, hier geht's rein. Ja, toll. Springen wir doch mal einfach mal da schnell rüber. Und oh, ein Portal. So, müssten wir mal eben schnell wegmachen. Oh, Benedikt, du hast es schon wieder geschafft. Genau. Wir haben es schon wieder geschafft, Beni. Beni! So, da vorne geht's irgendwo rein. Nee, dich habe ich gesehen. Brauchst dich gar nicht dazu verstecken. Gut gemacht. Die Konsole ist hinten. Werf den Transmitter an, dann kann Nova weitermachen. Und tschüss. Oh, danke für den Loot. Alter. Du hast mich fast in die Luft gejagt. Ich muss hier schon wieder weg. Da kommt schon wieder der nächste. Und kann ich tschüss. Damit aufhören? Und tschüss! Oh Gott, erstmal das Portal schließen, scheiß auf alles andere.
Nee, schließen. Mach zu, das Ding. So, jetzt schnell mal eine andere Drohne holen. Ich hätte mir auch eine reparierte Drohne holen können. Aber ich muss einfach mal aufpassen, dass ich nicht sterbe. Das sollte ich mal machen. Und die Angriffsdrohne kann mir ein bisschen helfen. Gerade so den ganzen Scheiß mal töten, der mir zu nahe kommt. So, ich muss eine ganze Ecke darunter. Sagt's mir auf jeden Fall. Dann schießen wir mal runter. Das ist so schön mit den Lenkraketen. Das macht echt viel Spaß, dass wir gar nichts mehr machen können. Oh, hat er noch schön weggeblockt. Hast du schön weggeblockt, hast du das? Komm hier, nimm den hier. Voll auf 12. Braucht die ganzen Crystals. Kann ich nämlich gleich die ganzen Türme hier aufwerten. Ich glaube, die brauche ich auch, bevor ich da jetzt hingehe. Spring rein! Okay, gut. Ich bin glücklich gefallen, muss ich sagen. Okay, da hochspringen. Da hochspringen. Bevor ich da jetzt hingehe, werde ich trotzdem erstmal diese Türme hier aufbauen, weil die werde ich wahrscheinlich brauchen und dafür habe ich genug Credits. Was brauche ich hier? Hier werde ich auf jeden Fall... Ja, ist die große Frage. Ich glaube, ich nehme Inferno-Turm an der Stelle. Mehr Credits. Oder gesagt, mehr Kristalle. Da sind meine Credits drin. So, hier werde ich ein... was nehme ich? Ein Schlaggeschütz? Ich nehme, glaube ich, nicht. Ja, nehme ich schon. Nehme, hat die höchste Range. Oh, an diesen Raum kann ich mich noch erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen aus dem Multiplayer. Absolut abgekotzt, weil wenn die Leute hier nicht vernünftig spielen, dann hat man halt hier direkt verloren. Ich glaube, ich werde hier auch ein paar Mal sterben. Gehe ich mal schwer von aus. Gehe ich einfach mal schwer von aus. Aber ich hoffe es mal nicht, dass ich hier wirklich durchkomme, ohne gedingsbumst zu werden. Dann nehme ich das gleiche. Dann habe ich noch ein paar Credits und dann werde ich da wahrscheinlich auch noch ein Inferno packen und da hinten auch noch was hinpacken. Wobei da hinten... Oh, immer dieser blöde Knopf. Das war der falsche Knopf. Und da hinten kann ich mich nur Roboter mir noch holen. Dann werde ich das gleich machen. Das kann ich auch noch. Das heißt hier noch für 300... auch noch einen Inferno-Turm hinsetzen. Feuer ist immer gut. Ich erinnere mich, glaube ich, das war mit Feuer. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt könnte ich überlegen. Reparaturdrohne repariert mich halt, gibt mir Leben etc. Wieder Tempodrohne gibt mir Tempo. Angriffsdrohne, ich werde die Angriffsdrohne nehmen, weil ich brauche immer, wenn ich nicht reparieren kann, nicht nachladen kann gerade, dann bietet sich das an, dass diese Drohne halt ein bisschen was macht. Nur so ein bisschen. Reichen wir diese Verteidigung etwas auf. Nova, bist du bereit? Zugriff bereit auf Ihren Befehl. Fang an. Wir behalten dich da draußen im Auge. Ach ja, die kamen aus diesem... Stimmt, das war ja mit diesem Pumpscheiß. Da unten diese Portale, die nachher alle aufgehen. Oh, das... I remember. Das waren ja diese Pumpen, die da... Oh Mann, ich bin später reingefallen. Aber gut, die... Drohnen, die da sind, oder die, solange die noch aktiv sind, ist alles in Ordnung, beziehungsweise die fallen, aber die werden halt irgendwann auch angegriffen und zerstört. Da geht es nämlich schon los, da die ersten hier rüberspringen und meine Fallen angreifen wollen. Das würde ich natürlich auch machen. Bin ich da drüben auch schon beschäftigt. Geht mal von meinen Fallen weg. Boah, ich habe dafür nicht zu viel. Ich muss wirklich gucken, dass ich da... genug Credits habe, um die wieder aufzubauen, die ganzen Falldinger, die sie natürlich alle angreifen, und das ist ganz gut, weil die tanken natürlich auch. So, das Ding ist fast hinüber.
nicht gut. Ich liebe meinen Job. Das Beste kommt zum Schluss. Okay, da muss ich gleich rüber den Tower reparieren, bei dem brauche ich auf jeden Fall, sonst muss ich da drüben auf jeden Fall zu viel machen, das will ich nicht, beziehungsweise, ja, will ich schon, das wollen wir erstmal skillen. Auf jeden Fall Wirkungsbereich, ich brauche einen Wirkungsbereich. Da kommen noch mehr. Achtung, Nova. Ganz dringend, kommen sie jetzt. Die Tower sind beide noch da, der ist fast hinüber, den muss ich ein bisschen achten. Kommen sie oben, kommen sie unten. Oh, jetzt muss ich da drüben mal schnell. Ich komm, nachladen. Tschüss. Der ist weg. Ne, der ist noch da. Gut. Du wirst gleich vom Allerbesten zerlegt. Auch wenn das gerade viel zu übertrieben war, dem da eine fette Rakete rauf zu bolzen, aber lieber wegmachen und töten und wegmachen und töten. Recht so. Willkommen bei Solos Trottel. Und wirklich, wenn ich, solange ich meine Tower da am Leben halte, die, weil die machen wirklich ordentlich Schaden mit drauf. Wie man es da sieht, bam bam bam, schön kreuzvoll die ganze Zeit. Und dann noch meine kleine Drohne mit dazu. Ich muss natürlich immer wirklich aufpassen, dass da nichts von oben von der Seite mit dazu springt. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Welle abgeschlossen. Boah, statt der Wende, boah, die nächste in. Ich habe kein Level gekriegt. Kann ich irgendwas aufwerten? Die sehen noch ganz gut aus. Puh, Alter, das ist jetzt. Jetzt geht das ja jetzt los. Sein Arm ist trocken und er ist hinter. So, weg hier. Ja, verdammt! Ich sehe viele Explosionen für dich voraus. Okay, der erste Tower ist weg, da muss ich jetzt rüber. Nicht zu weit springen. Gibt es da, wo du herkommst, keine Raketen? Der drüben ist nämlich auch gleich kaputt. Der erste Miniboss ist da. Jetzt bin ich sauer. Boah, ich muss gleich mal skillen, schnell. Slow Motion, Abklingzeit. Ja, Abklingzeit. Nimm den Infernitor! Vergiss es, Kumpel! Dann sieht man ein ganzes Loot-Zeug. Wir müssen manuell über das Kontrollterminal eingreifen. Ich bin jetzt da und warte auf Sie. Ha! Wow, im Fleischraum ist alles so langsam. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Hat nicht wirklich auf die Gelegenheit, das Schiff zu verlassen, oder?